Zurück nach Deutschland. Wir schauen in den Deutschen Bundestag. Dort gibt es jetzt ein Statement der AfD-Fraktionsspitze. Heute Nachmittag ist ja AfD-Fraktionssitzung. Themen gibt es einige. Wir sind gespannt und hören direkt rein. Ja, herzlich willkommen zu unserem Pressestatement in dieser Haushaltswoche, in dem wir uns den wirklichen Problemen in Deutschland widmen wollen. Die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist aktuell desolat. Deutschland ist das einzige G7-Staat ohne Wirtschaftswachstum. Deutschland ist im zweiten Halbjahr 2023 in die Rezession gerutscht. Und zwar nicht wegen eines hohen Krankenstands, wie es jetzt zu lesen ist, sondern wegen hoher Energiekosten, grüner Transformation und schlechter Standortbestimmungen. Die Bundesregierung und das IFO-Institut reduzieren bereits selbst diese Wachstumserwartungen auch für das Jahr 2024. Die Exporte nach China und die USA brechen ein. Firmen wandern ab oder wollen abwandern. Massenentlassungen oder Arbeitsplatzstreichungen sind bereits bei großen Unternehmen in der Industrie angekündigt worden, wie zum Beispiel von Bayer, von Volkswagen, von Bosch, von ZF Friedrichshafen, um nur einige große Industrieplayer zu nennen. Die Deindustrialisierung, vor der wir bereits vor 2 Jahren gewarnt haben, schreitet damit weiter voran. Der Lebensunterhalt ist für viele Menschen in diesem Land mittlerweile unbezahlbar geworden. Wegen Bürgergeld lohnt sich auch Arbeit kaum noch. Der Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger hat beim Jahresauftakt der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitsverbände davor gewarnt und hat bereits gesprochen, wir Unternehmen haben das Vertrauen in die Bundesregierung verloren. Deutschland sei im desolaten Zustand. So das Zitat. Kai Beckmann, der Präsident der Chemiearbeitgeber, sagt, die Belastungsgrenze bezüglich der Standortbedingungen in Deutschland, die sind bereits überschritten. Wir als AfD fordern einen Kurswechsel. Wir machen Politik für die Interessen aller Bürger. Wir spalten nicht zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Hohe Energiepreise und industriefeindliche Politik treffen in diesem Land aktuell jeden. Und was macht die Bundesregierung? Was ist die Reaktion der Bundesregierung? Die Ampel stellt die Lage komplett umgekehrt dar, wie die Realität ist. Der Bundesfinanzminister Lindner spricht am Wochenende davon, dass das Programm der AfD Deutschland wirtschaftlich ruinieren würde. Der Wirtschaftsminister Habeck warnt, die AfD sei Gift für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Genau das Gegenteil ist aber richtig. Die Ampel ruiniert Deutschland. Wir machen Politik für sicheren Wohlstand und für alle, die in diesem Land werktätig sind, die dieses Land wirtschaftlich wertschöpfend auch tragen. Deswegen fordern wir Entlastung und Rückführungen von Überregulierung für unsere Leistungsträger. Das schafft nämlich Arbeit und Geld, mit dem man denen helfen kann, die wirklich Hilfe brauchen. Und genau diese Leistungsträger, die letzten Wochen auf die Straße gegangen sind, für die Frühaufsteher gehen wir und machen wir in Deutschland Politik als AfD. Dass es natürlich der Bundesregierung jetzt zurechtkommt, dass man hier die Bevölkerung spaltet und von den wirklichen Problemen ablenkt, das sehen mittlerweile immer mehr Bürger. Deswegen, wir vertreten die Interessen genau dieser Bürger. Deshalb sollte diese Bundesregierung wirklich hier aktuell nicht weiter Stimmung machen und die, vor allen Dingen diese Bevölkerung spalten, wie wir es aktuell sehen, gegen die Opposition mit falschen Informationen. Natürlich unterstützt von der vierten Gewalt die Medien, die sich aktuell um die wirklichen Probleme in diesem Land eben nicht mehr kümmert. Und dadurch wird nämlich, wie wir es sehen, aktuell in Deutschland kein einziges Problem gelöst, sondern weiter gespalten und weiter Spannungen erzeugt. Was wir wollen, und dazu laden wir alle Deutschen mit und ohne Migrationsgeschichte ein, hier in diesem Land die Wende zum Guten zu schaffen und hier daran mitzuarbeiten. Denn was wir jetzt brauchen in unserem Land, ist eine Sammlung und keine Spaltung. Vielen Dank. Ja, wir haben die Haushaltswoche vor uns. Und das, was die Bundesregierung hier vorlegt, ist wiederum verfassungswidrig. Und ist eigentlich an Stümperhaftigkeit überhaupt gar nicht mehr zu unterbieten. Diese Regierung zieht seit Monaten, ja eigentlich schon seit 2 Jahren, eine Schneise der Verwüstung durch unser Land und verstößt gegen die elementarsten materiellen und ideellen Interesse der Bevölkerung, um es mal ganz klar zu sagen. Materiell, da komme ich gleich drauf zu sprechen, was sich dort im Bundeshaushalt abbildet. Aber auch ideell. Diese Regierung tut alles, um auch im Bildungssektor Strukturen zu zerstören.
Wenn man sich neuerdings durchliest, was an den Universitäten los ist, dass es da eigentlich nur noch um Gender geht und welches Geschlecht man sich aussuchen kann, da muss man sich schon die Frage stellen, wo wir eigentlich gelandet sind. Und das Ganze ist natürlich alimentiert durch einen durchgefütterten Mediensektor, einen Staatsmediensektor. Wir haben ja auch jetzt erfahren, dass beispielsweise so eine lustige Rechercheplattform wie Korrektiv auch mit 2 Millionen aus Steuergeldern bezahlt wird. Dazu kommen natürlich noch sämtliche andere Gelder, wie diese Organisationen angefüttert sind. Und das Ganze geht natürlich einher mit Manipulationen, Zensuren und Ausgrenzungen von Andersdenkenden. Und da fällt mir immer wieder der Spruch ein, wird der Bürger unbequem, dann bezeichne ihn als rechtsextrem. So wird hier seit Wochen werden Bauernproteste, Bürgerproteste, Proteste von Mittelständlern diffamiert. So wird die Oppositionspartei Alternative für Deutschland diffamiert mit übler Nachrede. Dementsprechend will ich es einfach dabei belassen. So geht der Mechanismus hier schon seit Wochen. Aber ich kann Ihnen sagen, das wird uns nicht schaden, das wird uns auf Dauer stärker machen. Denn hier werden Mechanismen bedient, die mich persönlich an ganz dunkle Zeiten zurückerinnern. Und da möchte die Partei, die Alternative für Deutschland, nicht hin. Und wir als AfD-Fraktion tun alles mit unseren Gesetzesanträgen und Anträgen im Deutschen Bundestag, um genau diese verstörenden Entwicklungen zu verhindern. Was erwartet uns im Haushalt? Die tatsächliche Neuverschuldung, die ist irgendwie auf knapp 40 Milliarden taxiert. Die offizielle Neuverschuldung, so sollte ich das ausdrücken, auf 39 Milliarden, die tatsächliche ist in Wirklichkeit viel höher. Wenn man sich das anschaut, liegt sie bei 111 Milliarden, wenn man eben die Verbindlichkeiten oder die Rückstellung der Bundesrepublik Deutschland eben abzinst, also dann eben mit dem Netto-Barwert ansetzt. Und das alles, obwohl wir ein Rekordsteueraufkommen haben von knapp 1 Billion. Ich habe darüber in meiner letzten Rede referiert. Ein Rekordsteueraufkommen, das die Bundesrepublik Deutschland so noch nicht hatte und es immer weiter kumuliert. Und das, obwohl immer neue Abgabenbelastungen weil immer neue Abgabenbelastungen auf die Bürger zukommen. Der Staat. So war also dieses Statement der AfD-Parteien-Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla. Das Ganze mit dem Ausblick auf die Haushaltswoche im Bundestag, die jetzt ansteht. Herbe Kritik gab es da an der Haushaltspolitik der Bundesregierung, wenig überraschend, und auch die Forderung nach einem Kurswechsel.